Es läuft wieder und bitte, Marco. Liebe Köfflis, hier ist die Hölle los, hier ist Marco. Ich stehe auf dem MWC bei Nokia-HMD Global, die neuen Nokia-Smartphones bauen. Dazu gehört auch das hier. Das ist das, das Nokia 6, das gibt es ja schon in China und das kommt jetzt auch nach Europa. Und ich würde sagen, ich zeige euch das einmal kurz. Das ist nämlich ein richtig, richtig, richtig cooles Gerät. Das hier ist jetzt eine Sondervariante mit einer, wie nennt man das? Hochglanz. Piano Black. Hochglanzrückseite, alles klar. Hier in meiner Hand halte ich jetzt eine Sonderedition mit einer Hochglanzrückseite in Schwarz. Die sieht schon mal richtig edel aus. Normalerweise ist die Rückseite aus Aluminium. Das hier fühlt sich an wie so eine wie ein Kunststoffüberzug. Das macht aber nichts, das fühlt sich trotzdem immer noch sehr gut an. Hier drumherum gibt es noch einen Aluminiumrahmen. Das fühlt sich einfach ganz toll an. Ich weiß, ich habe das jetzt ganz oft gesagt, aber es ist auch einfach wirklich so, das macht Spaß, dieses Telefon in der Hand zu halten. Und wenn ich es dir mal zeige, es gibt auf der Rückseite keine Antennenstreifen. Das ist ja so ein Kritikpunkt, den man auch immer beim iPhone hatte. Die Antennenstreifen sind zu sehen. Das ist jetzt hier nicht mehr so, wo die jetzt bei dieser Sondererziehung genau hin verschwunden sind, das weiß ich gar nicht. Ich habe es gesehen, bei dem normalen Nokia 6 sind die Antennenstreifen nach oben gewandert und nach unten gewandert, sodass man sie wirklich nicht mehr sieht. Das ist eine wirklich tolle, schicke Rückseite. Auf der rechten Seite die normalen Bedientasten, auf der linken Seite der Schacht für SIM-Karte und Micro-SD-Karte und hier oben den Kopfhöreranschluss und unten haben wir, das ist wahrscheinlich dem Preis geschuldet, noch einen alten Micro-USB-Anschluss. Das ist aber alles gar nicht weiter schlimm. Das nach vorne drehe, haben wir ein, haben wir ein 5,5 Zoll großes Full-HD-Display, das auf den ersten Blick hier auf der Messe einen super Eindruck macht. Darunter haben wir zwei Sensortasten für zurück und den die App-Übersicht und in der Mitte ein Home-Button mit integriertem Fingerabdruck, auch als Sensortaste. Wenn ihr jetzt hier denkt, da ist der Pixel-Launcher drauf, liegt der gar nicht so verkehrt, denn hier sieht wirklich Stock-Android ist hier drauf installiert. Ich kann es zeigen, ihr wischt nach oben, seid im App-Menü, ihr drückt auf den Home-Button, das Menü ist wieder weg, die Ordner-Icons sind rund mit der typischen Vorschau von Stock-Android. Es sieht nicht nur so aus, es ist auch Stock Android drauf, läuft nicht Android 7.0 Nougat, sondern die allerneueste Version Android 7.1.1 Nougat. Wie kommt das? Ganz einfach, hier seht ihr auch, der Google Assistant ist installiert. Wie kommt das? Ganz einfach, Nokia bzw. HMD Global arbeitet ganz eng mit Google zusammen. Die versprechen auch, dass Betriebssystem-Updates zeitnah auf die Smartphones kommen und auch, dass der Sicherheitspatch, der monatlich rauskommt, immer sehr früh auf das Gerät kommt. Eine super Sache. Vielleicht noch zwei, drei Worte zur Hardware. Innen drin steckt ein Snapdragon 430 Prozessor, also mehr so in der Mittelklasse angesiedelt. Dazu gibt es 3 GB Arbeitsspeicher und 32 GB Flashspeicher. Das ist bei dieser Version ein bisschen anders. Da sind es 4 GB Arbeitsspeicher und 64 GB Flashspeicher. Aber das normale Nokia 6 kommt mit 32 und 3 GB. Preislich eignet sich das Nokia 6 auch für Einsteiger. Die normale Alu-Variante kommt für 229 Euro an den Markt. Diese Spezialvariante mit der glänzenden Rückseite wird 299 Euro kosten, ist aber hardware-technisch auch ein bisschen besser ausgestattet. Jetzt möchte ich natürlich wissen, gefällt euch das Nokia 6? Mir gefällt es sehr gut. Schreibt mir eure Meinung bitte in die Kommentare. Mein Name ist Marco von Körf.